Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren FFO-Folge. Wie ich euch schon angekündigt habe, wollte ich nämlich die ganzen neuen Transporter mit euch abgehen. Und hier sehen wir nämlich einmal den Transporter in Südhof, aber es ist nicht nur der einzige Transporter hier. Der führt nämlich zu der Farm und dann gibt es noch... Da reiten wir jetzt mal hin, da mache ich jetzt keinen Cut. Bei dem Einsiedler ein Transporter. Das, okay, beim Einsiedler hätte man nicht unbedingt einen Transporter jetzt hinsetzen müssen, finde ich. Weil irgendwie werden wir doch irgendwie alle etwas faul, oder? So, wenn vielleicht ein Rauschen im Hintergrund war, ich habe jetzt nochmal den Ventilator für euch ausgemacht. Dafür entschuldige ich mich. Ich hoffe mal, ihr habt ihn jetzt nicht so hart gehört. Ich finde, ein Transporter auf Südhof reicht doch schon völlig. Da müssen wir die Ferie kaum noch nutzen. War gut für die extra Faulen, ne? Ja. So. Wir müssten auch gleich beim Einsiedler sein. Gleich haben wir es. So und rum. Oh! Beim Einsiedler sieht das nämlich dann so aus, da hat man nämlich ein kleines Boot. Interessant. Ah, okay. So sieht das dann natürlich dann aus. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Ah, genau, und hier habt ihr einmal ein neues Bild. Das finde ich echt wunderschön. Yorick Ranger Auto. Ah, auch nicht schlecht. Hier sind wir nicht bei den Everwind-Feldern. Okay. Anscheinend ist jetzt dieser Ballon, den wir immer für unsere Reise zum Nyx Stoneground benutzt haben, ist jetzt für alles nutzbar. Ich muss mich einfach sehr daran gewöhnen. Ihr findet den Heißluftballon in der Nähe von Steves Farm und hinten ist Marlies Koppel auch noch. So, dann machen wir noch einen Abstecher. Zack. Das Tor aus Eis. Zack, sind wir auch hier. Vielleicht kommen wir ja. Da wir jetzt hier extra einen Platz hinbekommen haben, heißt das vielleicht immer die Quests weitergehen, Leute. Also, für mich wäre es total nice, wenn die Quests weitergehen würden. Dass wir endlich mal da durchkommen. Oder vielleicht brauchen wir es ja auch irgendwann für die Story-Quests. So, dann haben wir noch Nyx Stonegrounds Lagerplatz. Wir klappern jetzt einfach alle Plätze ab und gucken, wie das so aussieht. Ja, Hund. Quiet, quiet. Hier ist auch immer noch der Ballon und schön die Flaggen zu sehen. Total witzig, wie wir hier rum teleportiert werden. Und wenn mein Hund quietschen sollte, ist es normal, die draußen etwas hört und möchte jetzt ganz unbedingt gern dahin. So, als nächstes haben wir Jalaheim. Jalaheim. Obwohl, in Nähe von Jalaheim war doch auch immer ein Transi. Also wir sind ja echt sehr befaul geworden, Leute. Gucken, wie sieht das in Jalaheim aus? Oh. Hier oben. Na gut, bisschen deplatziert auf der armen Bank. Ne, Peaches? Ja, aber gut. Da konnte wohl jemand nicht einparken. So, Westkap Fischerdorf. Ich liebe diesen Bug.
nichts. Westkap Fischerdorf. Da. Gucken, wie es da jetzt aussieht. Oh. Auch mit einem Bötchen. Oh, na, endlich. Oh nein, ich hab den. Alles sieht dunkel aus, Bug. Seht ihr das? Oh nein. Darf ich vielleicht das Spiel eigentlich nochmal neu starten? Texturenfehler. Ups. Ups, salalala. Und als letztes die Koppelinsel. Koppelinsel. Da, Koppelinsel. Gucken, wie sieht's denn da aus? Natürlich auch mit einem wunderschönen blauen Transporter. Ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht, aber ich finde, manche Sachen hätten sie auch wegstreichen können, wie zum Beispiel die Hütte des Einsiedlers, weil wir haben ja schon die Dütu-Farm. Ein bisschen laufen ist ja auch gar nicht so schlecht. Oder eben das Tors Eis. Also manche Plätze finde ich ein bisschen zu viel. Aber gut, für die ganz Faulen, ne? Was sind wir auch bei der wunderschönen Blumenwiese wieder. Oh, ich liebe diese blauen Blumen einfach. Ja gut, Koppelinsel, Westkap Fischerdorf finde ich wieder sehr gut, weil da bin ich nämlich öfters wegen Angeln hingerannt und das war echt nervig. Aber gut. Jetzt kann niemand mehr sagen, dass er faul sein kann, weil jetzt kann man einfach überall hinfahren. Aber das war's auch wieder, ihr Lieben. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Und ich sage dann einfach ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.